Ah, viel Spaß, viel Glück. Viel Spaß, viel Glück, das wird der Freude. Ich guck nach hinten und dann fahre ich in die Mauer. Ey. Oh Herzlichen Gott! Gut. Oh Gott, aua! Oh. Oh nein, ich will doch nicht wieder so viele Highlights schneiden müssen, Leute. 49 Falke. Boah, Alter! Ich guck nach hinten, da war aber ganz schön nah hier der Blitz. Das war Maßarbeit. Also wenn hier irgendjemand vorbei will mit mir überrunden, der muss schon sehen, wie er zurechtgekommen. Ach, tschüss, das Brio. Wir hatten ja alle eine Rechnung offen. Nur Thompson mit ihm stehen sehen, also dann ist der halt, der ist halt irgendwie... Ja, der ist dann wahrscheinlich im Weg. Halt, ja, wahrscheinlich. Der ist jetzt niemand mehr im Weg. Oh mein Gott! Achtung, 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 Chenet! Ups! Entschuldigung! Entschuldigung und dann die Lache. Ich weiß nicht, ob ich dir das so abkaufen kann. Soll ich dir nach hinten schicken? Oh, Scheiße! Oh, Mann! Oh, no! Hallo, Kenny! Hallo, au! Picky, picky! Da ist das Lenkrad auch am Arsch. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ach, Torpedo Takini ist ja auch wieder mit von der Partie. Weiß irgendjemand, wer dran ist mit Begrüßung? Jake auf jeden Fall war Uhrzeit. Na, dann wäre Kenny vorhin. Wenn die genauso toll wären wie bei Formel 1, wenn nicht, ja, dann gratuliere. Hey, der Herr. So, tschüss, dann Adi. Oh, Trappe! Das ist ja, kann man ja gar nicht kaputt machen. Kann man überall durchfahren. Boah, hey. Hier nicht mehr. Kenny, wach auf. Hey, ich bin noch da, ich weiß nicht, worauf ihr wartet. Auf dich, Alter, für eine Begrüßung. Ich dachte, wir machen die Begrüßung mal erst, wenn das Rennen startet. Erst wenn Jake auf Rennen rüber geht. Sind denn alle ready? Ja. Nee. So. Da muss ich noch seelisch fassen. Was sag ich denn jetzt da? Wen nenne ich denn jetzt zuerst? Moment mal eben. Ach. Ja, Papa, ich nehme gerade auf mit den ganzen Assertian-Arschlöchern. Heute bitte 3 Pizzen und 3 Döner. Und einen kleinen Salat. Und eine Cola Light. Wie sagte Niles zu Sylvia, Light-Produkte sind für Menschen, dessen Gewichtsprobleme noch zu beheben sind. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Race 07 WM mit der WTCC Extreme-Klasse. Eine Nummer 12 ist am Start, deswegen muss ich ja die Größe machen. Schönen guten Tag, ich bin der Kenny, guten Tag. Ja, wir fahren Brasilien. Ach ja, warte, da ist ja noch jemand dabei. Da ist ja der Joker. Hallöchen. Und der Jake ist auch dabei. Hallo, servus, grüß Gott, zu Haus. Ja, ne? Schauen wir mal drin. Hey. Na, natürlich ist der Weibe Roller dabei. Ja, hallo, servus und hallo, du alter Kellymann. Oh, jetzt hast du mir aber gegeben. Das war jetzt aber schon übel. Das war jetzt aber schon ein ganz anderes Level von Gemeinheit. Regen übrigens, mega überflutet. Also heute ist Land runter. In Brasilien. In deiner Hose. Ah, viel Spaß, viel Glück. Viel Spaß, viel Glück, das wird eine Freude. Ja, der Weibozug geht an. Wir übernehmen das mal für Kenny. Patero, willst du denn? Der macht mir die Tür zu. Au! Ich fahre dem freundlichen Gummibärchen hinten nach. Alter! Jetzt überhole ich das freundliche Gummibärchen. Oh shit! Oh Gott, aua! Bin meinem Teamkollegen reingefahren. Das freundliche Gummibärchen von nebenan. Haff führt, geil! Oh! Oh, Larini, Alter! Da dreht sich wohl jemand raus. Was ist passiert, Kenny? Haben wir mal wieder zu spät gebremst, ne? Nee, das war ich. Oh,
Ich war es nicht, du Arschloch. Ja, haben wir zu spät gebremst, hä? Kackarsch. Und die Stimmung ist jetzt schon perfekt. Negative Vibes hier, ja, ne? Das finde ich gar nicht so lustig. Ich weiß nicht, ob sie es wüssten. Vibe ist Vibe. Na, 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 na. Na, 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 oh, na, 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 Vibe. So, wenn es so läuft, wie ich denke, wird das ein ganz lockeres 1 bis 4. Oh, shitty. Was soll das? So haben wir nicht gewählt. Wett? Wer ist Wett? Wett, Wett, Wett? Na, grüße an Michi. Zanadi, oh, schon raus. Tschüss, Genny. Ich habe auf dem Grün angebremst, das war nicht gut. Grüß natürlich an den, der es eh nie gucken wird. Wir haben Spaß. So, jetzt jage ich die drei Chaoten da vor mir. Lass den zukünftigen Weltmeister vorbei. Wo ist der Mick Schumacher? Ja, hinter mir. Der Bodyguard. Boah, da krieg ich die Kurve irgendwann. Oh Gott, Alter, was fahr ich denn hier gerade, ey? Lagos? Naja, so wie das bei mir aussieht, das Overlayer, fahr ich wahrscheinlich Monaco. Weder China noch Ungarn, sondern Brasilien. Mit Tunnel oder ohne Tunnel? Ich fahr's ohne. Er fahrt die Grand Prix 2 Variante. Mit seinen alten Einstellungen. Wo er das Tunnel nicht gesehen hat. Karre bewegt sich aber gerade merkwürdig. Das ist wie so eine Schlitterpartie. Das war cool, Kenny. Dein Grand Prix 2 Tunnel. Der nicht da war. Naja. Zanadi schon an der Box? Oder draußen? Nee, draußen. Oh Gott! Oh, Jake hat denselben Fehler gemacht wie ich in der Runde davor. Nur dass sein Abflug heftig war. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Nun ist er ganz weg. Ich bin gerade auf Start und Ziel, weil ich mich kurz im Gesicht gekratzt habe, mal erstmal rechts in die Mauer eingeschlagen. Auch schön. Weil ich mich kurz im Gesicht gekratzt habe. Ja. Yeah. Kurz mit dem Frontflügel im Gesicht gekratzt. Jake, war das knapp in mir? Nö, du warst schon ein ganzes Stück davor. Echt? Ja. Boxenstoppfenster Runde 12 bis 28. Ich höre nur, denk mal scheiße, ich komme jetzt gar nicht rechtzeitig weg, weil ich habe mich auch verbremst. Also irgendwie will die Karre hier ja, werden. 12 bis 28 habe ich auch. Ja. Ja, die Karre hat nicht so Bock wie die. Da waren die DTM halt wirklich ansprechender. Die hat man reinwuchten können. Ich hab in den Talarstück immer so eine Probleme. Alter, ist doch. Gerade bei der rechts, der Links-Rechts-Schikane kommt mir das extremer vor. Ich habe das Gefühl, als würde meine Lenkung nicht gar nicht richtig einschlagen. Also ja, nicht irgendwie auf maximalen Anschlag. Liebevollen Lenkradgeräusche. Zapf, zapf, zapf. Hort bei Jay! Stirb, Lenkrad. Oh Gott. Ich guck nach hinten und dann fahr ich in die Mauer. Ey. Oh Gott! Oh Gott, aua! Oh nein, ich will doch nicht wieder so viele Highlights schneiden müssen, Leute. Reißt euch mal am Riemen. Ich wurde vom Gummibärli in den Arsch gefickt. Also an deiner Stelle, Weibo, ich würde fahren wie der Teufel gerade. Ja, da ich habe auch Kackab so das Gefühl. Diese Geräusche. Sorry, Kenny. Alles gut.
Aber bei der Kurve ist es eh riskant, hinter mir zu fahren. Ich weiß nicht, wann ich da anbremsen soll. War das jetzt alles gut oder da liegt Blut? Das wird rumgeschwuler, hast du denn da vorbeigewunken oder was? Da hat niemand vorbeigewunken. Oh Gott, oh Scheiße! Da haben wir gleich jemanden hinten reingefahren. Die schnellste Runde. Dahinter macht schon wieder so komische Geräusche. Geil. Was? Hatte ich mich mal überschlagen? Ja, das habe ich gerade schon im Training hinbekommen. Echt? Es geht also immer noch. Okay, wundert mich, weil die DTM-Autos waren eben ansprechend, aber mit denen konnte man schnell von links nach rechts man. Hier bin ich eigentlich immer auf dem äußeren Rand stehen. Das heißt, da kann das gar nicht so passieren. Wenn naja, schauen wir mal. Wenn man ein bisschen mit der Mauer spielt, wie ich schon. Okay. Oh mein Gott. Alter. Jake, lass das. Wer ist denn? Kommt jemand näher? Ey. Was ist passiert? Ja, war auch wieder. Und dann locker flockige 13 Sekunden hinter Kenny. Oh mein Gott, er den steigen! Talent fallend, den Entschuldigung. Meine Power bei Charlie ist gar nicht verbunden. Meine beste Runde ist bislang der 1:31.561, eine ganz knackige. 1:30.829. 29,6. Jake Fresse. Alter, was? Ich sehe es nur näher kommen. Ich mutmaße mal, Jake. Ich sag mal, einer 1,27,4. Warte. 1,27,6. Schwach. Alter. KI schon relativ weit auseinandergezogen. Ja, das ist ja auch so eine Strecke, wo die auch nichts zu melden hat. Bei mir bin ich da noch nicht so sicher heute. Der fünfte ist 2 Sekunden hinter mir. Dann nimmst du auf, Jockel. Stimmt, wo bleibt er denn auf dem Tableau? Ah, da. Na, ihr kommt ja bald über 100. Da schon sehen, was passiert. Okay, geh mal die Checkliste durch, Jocke. Nimmst du auf? Ich hoffe es. Hast du das Licht eingeschaltet? Ja. Das sieht man bei OBS ja gar nicht, ne? Da hast du keine Anzeichen, hat das irgendwie auf. Doch, doch. Das ist ja ein Programm unten. Ich weiß nicht, ob du Streamlabs OBS hast oder OBS, aber bei OBS sieht man's. Ich habe keine Einblendung. Ich spiele hier Vollbild, ich habe keine Anzeige, aber noch nie. Aber Vollbild, das kann sein. Dass er das dann ignoriert, den zweiten Monitor, weil er sagt, oh, der erste ist der wichtige. Ja, witzig, ich habe ja nicht mal einen zweiten Monitor. Ich auch dann.
Aber bisher hat es immer geklappt. Ah, Facken, Alter. Facken, Alter. Wer ist denn in Wacken auf Wacken? Wer hat eine Macke? Hat einfach mal spontan 18 Sekunden verloren. Oder 10? Die Reifen machen mir aber jetzt auch schon Angst hier. 84%. Das ist echt so eine Reifenstrecke. Die ganzen links, rechts. Spät! Go! Ach, Portero ist da hinten. Na, wie immer. Wie immer heute. Er hat es noch nicht einmal geschafft, überhaupt einen einstelligen Platz zu erreichen diese Saison. Einer von zwei, die noch keine Punkte haben. Hm. Der andere ist Thompson. Lass ihn doch, er fremdet noch. Oh. Schlaganfall. Was ist passiert? Nix. Nur immer heute. Jo, was heißt? Es wird wieder keine bessere Runde. Sehr schön. Warum auch mal eine unter 1,31 hinkriegen? Wenn man doch eine locker flockige 1,49 fahren kann. Boah, Alter! Oh, oh, oh. Ich guck nach hinten, da war aber ganz schön nah hier der Blitz. Das war Maßarbeit. Jake, du musst aufpassen, dass du nicht irgendwo in einer Kurve mal bremst. Weil wo rechnet damit nicht, dass Leute in Kurven bremsen? Alter, wo bist du nochmal, Caddy? Ach, der 38 Sekunden hinter mir ist. Ach, du bist doch schon noch Zweiter, oder was? Na klar. Muss man ja mal so sagen. Du bist schon irgendwie, ich weiß nicht, wie du das machst, aber du bist schon... Geil, oder? Echt stark geworden. Nee, das nicht, aber... Richtig mega geil. Von vorne her. Sexy. Ja. Brauchbarer. Danke. Aus deinem Mund bedeutet mir das so viel. Halt die Fresse. Willst du mit mir gehen? Lass wir uns wieder ein Kerzchen anzünden. Nee. Nee. Die Zeiten sind vorbei. Jake führt in der WM überraschenderweise. Er hat 110 Punkte mittlerweile. Das ist jedes Mal Erster. Ich habe gerade geguckt, ich habe 66 Punkte. Das heißt, ich habe bei jedem Rennen im Schnitt 6 Punkte geholt. Arg. Ja, und auch einen ordentlichen Vorsprung dann auf 24 Punkte auf Jockel. Denn steigend. Wie was anderes. Der Abstand zu Jake zum Beispiel. Naja, kommt ja bald. Was wird passieren? Ja, wenn es alles gut läuft, ein Überschlag für einen von uns beiden. Ich weiß noch nicht für wen. Einer von uns beiden muss gehen. Ach, das ist ja die Boxenausfahrt hier, wo die KI immer diese spannende Linie macht, wo sie dann so rüberzieht. Müsst dann aufpassen.
Kenny, wenn du dir das noch merkst bis dahin. Wenn die KI aus der Box kommt, zieht die ganz gerne mal schön gerade mal auf die ideale Linie nach rechts rüber. Nicht eine vernünftige Runde. Na, Thompson auf der 14? Nee, wer ist das? Montero. Okay, wollte schon sagen, so jetzt wieder nichts mit Punkten für Thompson. Thompson ist siebter, glaube ich. Rück nochmal. Das ist ja jetzt da. Also. Rauch? Boah, Alter, du Schmunzelfotze. Auf mit dieser Kurve zu bremsen. Ich Schmunzelfotze, ist das ein Kollege von Milka Schmunzelhasen? Ja. Das ist das neuer Kosename. Ach komm her, Schmunzelfotze. Bist doch so lieb. Oh mein Gott, Maul. Oh, tut mir leid. Oh ne, Takini, ich nehme alles zurück, passt schon. Jo, Toni, du alte Schmunzelfurz. Jo. Schön Stil, Mats. Oh mein Gott. Nein. Aua. In Takini reingehämmert, Tielemanns umgedreht. Check. Schmunzelfotze. Oh, schön. Mal was Neues. Mal was Hartes. Wie damals beim Theaterspielen, da hat ein Lehrer von uns hat immer so kreative Namen gehabt und ich habe dann zum Beispiel die Schlafhaube gespielt. Aber die Schmunzelfotze auch so ein Kandidat. Präzisionsarbeit, Nino. Also wenn hier irgendjemand vorbei will mit mir über Runden, der muss schon sehen, wie er zurechtgekommen. Ach, tschüss, das, Brio. Das gilt für alle. Wir hatten ja alle eine Rechnung offen. Vivos Abrechnungsservice. Das wird mal eine neue schnellste Runde für mich hier. Thompson hatte noch eine Rechnung mit Menü offen, offenbar. Gratuliere. Dieser halbe Orgasmus wurde dann präsentiert von Joker. Aber eben nur ein halber. Weil bei anderen Hälfte ist er wieder runtergefallen. Oh nein. Sei dann nur zu 1,32 geworden. Ganz kurz ist er hochgeblitzelt und dann. Jeder darf mal mit dem Menü. Erster Thompson, da nicht. Das war nicht Thompson. Ja, doch, Thompson hat. Oder? Nein, das war nicht Thompson. Okay. Nur Thompson mit ihm stehen sehen, also dann ist der halt, der ist halt irgendwie. Ja, der ist dann wahrscheinlich im Weg. Halt, ja, wahrscheinlich. Der ist jetzt niemand mehr im Weg. Alter! Das sind wieder keine Punkte für Thompson. Check. Hast du den abgeräumt oder was? Jo. Wer braucht schon die Alpen?
Ne? Ich muss mal über Punktabzug für Chevy nachdenken. Da wird hier... Wieso für Chevy? Was können wir denn dafür, dass er aus der Reihe tanzt? Dass der Toms nicht stabil genug ist. Manipulation in der Konstrukteurswertung. Ich will doch Konstrukteursweltmeister sein. Ich will einmal irgendwas hier gewinnen. Schneller das Konstrukteursweltmeister. Da muss ich wohl mir überlegen, den zweiten abzurollen. Geht ja nicht anders. Nee. Welche Minuspunkte da bekommt hier? Oh mein Gott. Wo ist gerade eben kurz das? Jake, da in dieser ersten Kurve, das erinnert mich an so eine Schnecke. Dieses Konstrukt da oben, diese Scheinwerfer. Da ist wie so die Schneckenfühler. Scheinwerfer? Also sieht was nicht da ist, glaube ich. Ja. Die zwei Scheinwerfer, die beide sich so anglupschen. Gell. Hier stehen auch ein paar Kräne, wo ich sage, die glupschen sich auch an. Spielt überhaupt keine Rolle. Ach, der Jake ist ja schon hinter mir. Die Kräne, die dürfen da gar nicht sein. Man könnte ja mal wieder dort hineinfahren. Wie so eine bedenkte Sau. Oder man könnte mal wieder einen explodierenden Haas einfach mal irgendwo hinstellen. Ginge auch. Hatten wir auch lange nicht mehr. Auch schön. Hä? Irgendwie da steht hier oben in der letzten Kurve. Portero. Der hat auch einfach keinen Bock. Ein Benzin, denke ich mal wieder. Sah ein bisschen nach Benzin aus. Na, könnte hinkommen. KI tankt ja, ich weiß, Jake, unterschiedliche Tankfüllungen, aber oft tankt die 50 Liter. Larini ist auch. Sich gerade gut ausgehen. Aus. Oder ist er an der Box? Ne, er wird aus sein. Hallo, Schneckenfühler. Vielleicht wird das nochmal ein Rennen, wo es mit dem Sprit ein bisschen problematischer wird für einige. Im letzten Rennen lief es ja sehr human. Was nicht diese überhaupt, glaub, die ersten ein oder zwei Rennen, wo das so war, dass wirklich viele mit Sprit ausgefallen sind. Ich weiß nicht, wie es in Brasilien bisher so war. Na gut, das ist ja sowieso in der DTM. Hm. Ja. Doch wieder. Aber im Vergleich, also Nordschleife zum Beispiel, fahren sie ja überall aus. Ja. Kann man mit den Minis fahren wahrscheinlich. Ich fahre nicht. So eine Mini-WM auf der Nordschleife. Eine Runde 20 Minuten. Darauf wird es wahrscheinlich ungefähr hinaus. Aber kommt drauf an, was diese kleinen... Das ist so ein Mini-Cup ist das, ne? Mhm. Cup-Autos. Ja, die schaffen es wahrscheinlich in 12, 13, 11, je nachdem. Kommen auf die Variante an. Ja, der Ring ist auch raus, aber der Rest scheint noch zu fahren. Kenny ist so still. Schloss zu Kenny. Ich will echt kämpfen auf der Strecke. Nein. Soll ich schlafen? Autopilot. Aber ich habe hier echt zu kämpfen, ey. Meine Reifen sind auch schon Fratze, also 62% hat der eine zum Beispiel. Vorne rechts, ja, bei mir auch. Vorne rechts 78. So eine schöne Strecke. Ah! 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 Ein bisschen Angst machen da. Ach, du Fleck am Arsch. Ich fahre lieber jetzt nicht drin. Ach, ich komm gar nicht daher. An der Box oder wieder draußen? Ja, die sind gerade an der Box. Haff. Einen Kurs auf Ausgang. Lass mich da schnell noch vorbei. Echt, kommt der Schlacker. Echt schlackert's. Hinter den Ohren.
Matteo, Takini, die kommen hier auch gerade aus der Box raus. Ach, geh doch weg, Mega-Kuh. Schmutzelfotze heißt das, bitte sehr. Fahrfuß ist raus. Steht da oben, glaube ich. Ja. Lira. Drück mich Richtung Box, Alter, du bist so ein Arsch, Alter. Gut gemacht, Haf. Abstand sehen. Ich wollte gerade sagen, da ist bei Jake immer passiert, glaube ich, oder? Naja. Das Atmen und das Rattern des Lenkrads. Na, hat sich schon wieder eingekriegt. Wieso hört ihr eigentlich das Lenkrad so gut? Diesmal ist ein bisschen alles lauter. Wir hören auch da die Frau, die du da zwischen den Beinen gerade hast. Ja, ja, da ist ja. Hört auf, wenn so eine Scheiße zu erzählen! Google mal leiser! Neue Olympiasportart, Sperma gurgeln. Man nennt es auch Spurbillen. Alter. Weiß nicht, ob sich das mit dem Sprit ausgeht. Wie viel hast du denn noch? 7,6. Vollgetankt? Mhm. Oh, dann. Ich hab 11. Ich hab auch noch 11. What? Ja, meine Güte. Ich meine, du hast ja fast eine Minute Vorsprung. Auf Kenny, ja, so ein extra Stop ginge sogar, aber ja, mit 7 Litern macht das echt knapp. Ich finde da selbst diese 11 oder jetzt sind es 10, die sind schon ganz hart an der Grenze. Wenn überhaupt, wenn das überhaupt reicht, dann muss ja am Ende diese Extra-Runde berechnen, die da meistens drauf kommt. Scheiß drauf, ich probiere es einfach noch eine. Was soll schon passieren? Ausrollen nennt sich das im Fachkraut-Jargon. Erster Gang. Einfach mal so zwischendrin, erster Gang. Ja, ich werde da noch eine Runde fahren. Ich bin nicht mit Priel, ich spiele lieber mit Priel. Deine Reifen verschleißen stark auch, mal so wegen die 53%. Und Müll leer, bleibt auch stehen. Ne, die Orange Lieb ich auch gerne flach nehmen. Versuch auch noch eine Runde zu fahren. Man müsste mit 5 Liter müsste ich das eigentlich ausgehen. Mhm. Sollte klappen. Oh, oh, oh Gott, hier steht schon wieder einer. Ich glaube, Ivan Müller. Ja. Oh mein Gott! Achtung, 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 Genie! Hoppe, bleibt er direkt vor mir stehen, der alte Penner. Hast du schon wieder irgendwo Marmelade verteilt oder was? Alicorni hat mehr Chili.
Bleib wo an der Box. Jo. Ich lebe noch. Oh, Alter. Alter, war das knapp. Alter, war das knapp. Wenn du es jetzt geschafft hast, theoretisch. Müsste ich voll ausgehen. Wir haben noch über unten lassen von dir, dann passt's. Das sehe ich jetzt nicht, aber. Boah, Alter. War das knapp, Virginie. Oh mein Gott. Boah. Das wäre richtig in den Bobbes gegangen. Ja, okay, wenn du in der Box bist, vergiss nicht zu tanken und Reifen zu wechseln. Was tue ich denn hier an? Das wäre dann das dritte Check. Komm mit 0,7 Liter in die Box. OBS eingeschalten, die Webcam so aktiviert, dass man was sieht und Pflichtboxen stoppen. Die stehen schon richtig viele, also bis Platz 13 stehen sie alle an der Box. Der Nächste, der mich töten will. Ich hab schon so eine Liste. Mitakini. Dings im Olden Park. Ja. Und du hattest recht, Jack, es war Tom Bay, der es damals versucht hat in Deutschland. Am Weg in die Box. Hatte ich nicht mehr in Erinnerung, dass ich da wirklich in die Box fahren wollte. Ich auch. Ach, ich hab noch 16. Du bist ja schon da, na toll. Ich hab nur 16 vor mir. Wartet, ihr Schweine. Oh, ich muss noch furzen, oh mein Gott. Ja. Yeah. Der war bei so einem Gefühl. Hintern kann fallen. Er ist rausgeschlichen. Oh, ich sollte losfahren. Guckst du zurück, die ganze Boxenmannschaft tot. Liegt so vor. Strike? Hey, alles explodiert, weil er schon an den Tankstutzen gekommen ist. Und echt so Strike, dass die alle so da rein rumfallen wie so Kegel. Ja, alle Zähne. Weil der Jockel immer noch einen auf Verlage hat. Alle Zähne. Alle Jockel übrigens. Nicht zu viel weg. Fokussiert bin ich auf mein Ziel. Einen guten Furz rauszuhauen oder den Wald rauszuhauen? Beides. Angst. Aber vielleicht schaffe ich jetzt auch mal eine 1,30 hier. Beim das Einschlag da das Furzgeräusch. Ja? Wenn du so weiterlachst, dann komm ich dir nicht mehr näher. Der Schuh. Vierter Gang. Fünfter Gang. Sechster Gang. Voller Rotzbeam. Ach du Schreckenführer. Jetzt die Ball. Ja, ich sehe schon. Das Risiko, was du meinst. Kriegt man nicht mehr aus der Birne, Achtung. Ach, ich krieg auch nicht aus der Birne. Mit der verführerischen Arsch. Ich komme nicht. Blink, blink. Hat man einen spannenden Battle, weiß ich noch. DTM. Das weiß ich nicht mehr. Oh! Das klingt auch nicht. Toll. Hat nichts gekostet. Ja, schön in den Schrank auch, Jay. Solche Geräusche und dann kommt nichts dabei raus. Der Schrank ist passiert. Wie so eine orgasmus-simulierende Frau. Ich denke gerade. Das ist Snake, Alter. Ich dachte, das ist Thielemanns, Alter. Juhu. Das sagt ja auch nichts. Ja, fahr vorbei. Bist du vorbei? Oh mein Gott, Alter. Ich dachte nämlich, warum ich den ganzen Tag wegen Thompson oder wegen Thielemanns die blaue Flagge, ey. Wie schon rüberziehen. Komm schon, das muss jetzt mal eine gute Runde werden hier.
fast den Jack abgeschnallt. Nee, Wind hatten die ja, okay. Nee, da bist du stärker. Der Power da irgendwie. Wir haben doch dasselbe Auto. 1,29,918, danke. Gratuliere. Ja, sollte man meinen, dass wir das gleiche Auto haben, aber irgendwie kommt das manchmal nicht hin. Ja. Ja, ich weiß, weil deine Stopps sind immer viel kürzer als meine. Das kann irgendwas nicht sein. Wir hatten hier 24 Punkte mehr. Wer ist denn hier bislang die ewig bei der WM? Ich guck, guck. Oh Gott. Oh Gott, mach doch diese Geräusche nicht hinter mir. Das ist gleich vorbei mit den 24 Punkten. Aktuell im Stand wären es 28. Frisse. Ja, du weißt auch, ich nimm's auch mit. Sein 110, 120. Jake ist übrigens noch nicht Weltmeister, habe ich nachgeguckt. Da geht noch was. Ist so hast du den Taschenrechner benutzt? Wie Verstappen gegen Leclerc. So. Er ist damals drin. Hast du den Taschenrechner benutzt? Nö. Alles Kopf. Alles mit dem Kopf. Alles mit dem Mund. Alles mit dem. Oh! Komischer Körper. Kommt noch Curb-Shaming dazu. Korbismus. Curb. Da gibt es sicher einen Korb. Schnicke. Wer fährt denn da vorne? Der Tiedemanns. Ah, immer zum Abräumen. Das Arschlochbärchen. Oh, oh, da kommt er weit raus. Jedoch schon nicht mehr voll. Das war eine gute Runde. Auf Wiedersehen. Wieder Loge. Wie bei Nordschleife, wo du die ganze Zeit hinter mir hergefahren bist. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, auch gebremst, gewartet, bis ich es hinkrieg. Und dann am Ende abgeschossen. Das war auch cool. Das war das Beste an der Nordschleife, diese letzte Runde. Oh, der Ort! Takini, ich glaube, da musste gehen. Er lebt ja noch. Und Piero. Ups! Entschuldigung! Entschuldigung und dann die Lache. Ich weiß nicht, ob ich dir das abkaufen kann. Oh, oh Gott. Das war fies. Ich möchte Strafpunkte anmelden für mich selbst. Runde 25, Runde 24, ey, ich erinnere mich. Thumbnail. Könnte gut möglich sein. Aber merke ich mir das bis zum Ende? Ich weiß es nicht. Nö. Jocke und Monteiro, Ende Runde 24. Hatten Spaß. Also einer hatte Spaß, der andere hat sich ein bisschen gedreht und musste, glaube ich, danach speien. Aber Lua. Aber immerhin habe ich eine Runde mal unter 1,30 hinbekommen. Sonst fahre ich hier gute 1,35 oder keine Ahnung, was ich fahre. Lass mich vorbei, ihr Arschgeigen. Oh Scheiß, oh mein Gott. Boah. Wo im Menü steht da? Kenny, was ist passiert? Nein, ich war komplett alleine. Völlig ohne Gegeneinwirkung einfach in die Mauer geknüppelt. Game Sektor 3. Das ist ein gutes Thumbnail, glaube ich. Rasiert einfach so dein Menü. Ja, war ich schon tot. Ach, Priori, geh mir auch nicht auf die Knochen. Auf die was? Die Notten, keine Ahnung. Nacken, weil
Die Noggers. Neue Bestzeit, 29,5. Also Runden, Ende Runde 24 und Ende Runde 25 fahren. In Wirklichkeit. Mit dem eigenen Teamkollegen. Ja, war ich schon tot. Okay, er wollte noch aus dem Auto springen, aber was habe ich hier? Ich bin da schön, glaube ich, in die. In also, ich würde es ja lassen. Ich würde nicht aussteigen an der Stelle. Ja, hier hat die KI nicht zu melden, hier kann man das machen. Jetzt müsste nur der Thompson mal ins Ziel fahren, auf dem 5., wo er gerade ist. Moment, den sehe ich gerade vor mir. Da werde ich den Menü vorhin nicht einbrennen. Da war er wieder weg, der Chick. Ich sagte, dann hätte ich den Menü vorhin ja gar nicht einbremsen brauchen, wenn er eh wieder aus. Wenn er dann eh aus. Ja, was denn? Du hast beide Alphas schon rausgenommen. Gut, ich auch zwei Chevys. Na, aber gut. Aha. Und ich hab den eigenen angebummt. Gratuliere. Und wer war nochmal die Milka-Kuh hier, die noch umgedreht? Zero ist ein Seher. Die haben damit ja eh nichts zu tun. Die Seers? Da steht ein Hof! Oh Gott. Oh. Toll. Was ist passiert? Ja, ich glaube, jetzt geht das große Massensterben los. Müller auch raus. Ja, Massensterben gab es ja vorher auch schon. Stand ja auch schon super viel an der Box. Ja, auch schon 5 oder 6 draußen. Jetzt fallen sie alle aus, bis wir nur noch übrig bleiben. Die Haare. Hamstack. Die Sackhaare. Und die Arschhaare nicht zu vergessen, die wichtigsten. Die wichtigsten? Warum? Wärst du damit die Fliegen ab, oder? Natürlich. Die Pfütze sind halt dadurch ein bisschen leiser, zumindest. Das weht so schön. Das ist wieder ein Fähnchen im Wind am Flughafen, weißt du? Mal gucken, wie stark der Wind gerade geht. Also ich würde es ja lassen, ich werde jetzt nicht starten. Wäre eine schöne Giftgaswolke. Meinst du, beim Skispringen, Alter, halten die aber die Fahne dahin, die halten ihre Arschhaare dahin und gucken dann, ja, jetzt ist der Wind gerade gut, die Rosette ist frei. Mal lassen. Also ich würde ja einen lassen. Ja, warum fall ich gleich in die Mauer? Oh mein Gott. Ja, okay. Boxenfenster geht gleich aus, nur falls du nicht alles gemacht hast. Ja, ich war schon drin. Aber meine Aerodynamik ist nach dem Bums mit Menü nicht mehr dasselbe. Wie kommt denn das? Weiß ich auch nicht. Eigentlich hätte ich auseinanderfallen müssen, aber ich dachte mir, wenn wir schon den Schaden so weit unten haben, dann kann ich da auch reinhalten. Ist ein lockeres Ausgefahren hier. Noch so mit denen zu den Fans winken. Ja, hier immer schön den Mittelfinger. Ja. Das ist hier Getue. Also Takini ist auf jeden Fall noch im Rennen. Der war auch gerade noch mal an der Box. Der schafft's vielleicht. Nicht mehr lange. Der ist gerade vor mir, Jockel. Na, der weiß ja, was du zu tun hast. Hier ist Speed Kenny mit ihm. Soll ich den nach hinten schicken? Oh, Scheiße! Oh, Mann. Oh no! Hallo Kenny! Hallo, au! Ich glaube, Takini hat gewonnen, wenn ich mir das anschaue. Bis Platz 18, alle raus. Jetzt stell dir mal gleich Takini vor die Fresse. Der Thompson, der fährt noch. Ich habe Hoffnung. Der muss das ja nicht mal zu Ende bringen. Tanz ist ja okay. Aber so gelacht über ihn noch. Noch keine Punkte. Jetzt will das uns beweisen. Ich weiß gar nicht, wie weit er noch kommen muss.
weit man Rückstand haben darf, um noch gewertet zu werden, wie viele Runden. Gewertet. Nach Red Bull-Regelung, ja. Was kann man zu rennen? Dann müsste ich ja Ivan Müller noch werden. Machst du so eine Reihe DNF und sei er der. Also Platz 1 bis 7 ist eingetragen, dann DNFs und dann er mit so Platz 14 Sternchen. Kriegt ein Bienchen. Wie damals in der Schule. Albo, ich lasse dich gleich noch dem S vorbei, ja? Raffem. Okay. Ich bleib links. Danke. Und bam! Jetzt zieh ich rein wie damals. Verstappen und teuer. Vergessen zu bremsen einfach. Boah, das war so. Ich erkenne, dass der Valvo in der Kurve bremst. Das hat so weh getan. Das zuzugucken, wie der Verstappen mit dem Montoya reinschießt. Dem Montoya da so schön den Schumacher aus dem Weg. Ja, da hatte ich so mitgefiebert mit Montoya, dachte, das wird ein geiler Sieg und dann fickt ihn der Verstappen weg. Wenn man sich das mal vor Augen führt, das war erst sein drittes Formel-1-Rennen. Also Montoya. Ja, ist mit einem guten Bums reingekommen. Jockel-Version der Box. Ja. Ich gucke mal, ob die Aufhängung noch irgendwie ein bisschen repariert werden kann. Wie er da den Schumacher überholt hat, da hat er schon, glaube ich, alle Fanherzen gewonnen. Mhm. In der ersten Kurve. Der Wochenende DTM mitgekriegt? Den Mega-Unfall da? Das, was Jocke reingestellt hat. Schumacher wohl schwerer verletzt. Okay. Lendenwirbel gebrochen. Aber ja, anscheinend doch nicht so, dass eine OP nötig wurde oder so. Dass seine Mutter einfach nur zu viel rumgehüpft. Zumindest hat es die Streamerin da auf der Twitch-Com doch nicht schlimmer erwischt. Das ist, wenn Gamer mal außer Haus gehen, ne? Die lebt doch noch. Musste sowas hier passieren. Und die hat jetzt echt richtig Probleme, ne? Na? Nervenschäden, aktuell ihre Blase funktioniert wohl nicht. Wobei, den Nervenschaden und so und alle. Wobei im Liegen kann man auch blasen, also. Kann sie nicht so viel Natursekt geben. Ist ja schade. Ich werde ihr Beileidkarte schicken. Wenn ich die Adresse rausfinde. Voll gewichst. Weil, kanntet ihr die alle, oder was? Nee. Ich habe wohl das Video nicht gesehen. Ich habe das nur mitbekommen, als das ich kann sie auch nicht, ne. Aber ich habe sie tatsächlich auch. Also ich hatte schon mal ein Video wieder geguckt. Natürlich nur ein Twitch-Video, wo sie gegamed hat und so. Ja, genau. Ich habe damals auf Twitch gefunden, habe dann rausgefunden, dass auch die Erwachsenen-Content macht. Sie sollte bei Twitch bleiben. Mit der Fresse mittlerweile? Glaube ich, kriegt sie auch keine anderen Dies mehr. Für alle, die es nicht verstanden haben, die dreht Pornos. Pornos! Fickfilme. Buga Buga. Mit den einen oder anderen hier von irgendjemandem Kacke, von den Kackerflip-Brüdern oder keine Ahnung. Beatrice Schmatzkowski. Buga Buga. Bumsfilme. Knickknack. Rüber ab. Ficky, Ficky. Da ist das Lenkrad auch am Arsch. Lenkrad wieder auf, Ficky, Ficky. Nee, ich musste gerade einhängen. Also. Erst so. Na, aha. Musste das Fenster aufmachen. Aber findest du die hübsch, ja. Kenny? Was? Ob die du hübsch die finde? Hübsch findest, nee. Ja? Nee. Gewalt. Du auch.
Die hat irgendwie so ein Gesicht wie ein Laster. Die Laster? Die erinnert mich eher an Bumpel die Buh. Kennt euer die Kinderserie? Nee. Mit dem gelben sprechenden Auto? Ja, das ist netter als ein Laster. Das hat ja doch mal ein Kind geschrieben, oder? Da gibt's doch diese witzigen Kinderaufsätze, die man im Internet finden kann. Und mittlerweile sind da, glaube ich, sehr viel gefaked, aber damals, ich könnte mir vorstellen, dass es doch echt war, wo es dann irgendwie so ein Satz wie, und dann habe ich eine Frau gesehen, die ausgesehen hat wie ein Laster. So. Ich will den nochmal raussuchen. Rutscht gerade irgendwie extrem. Habe ich doch dein Lenkrad von links nach rechts gezwirbelt? Nö. Aber die hat irgendwie überhaupt nichts, die finde ich überhaupt nicht attraktiv. Ich finde sie super lustig. Okay. Vor allem der Sprung. Ich hätte es lustiger gefunden, wenn sie anders aufgekommen wäre. Aber gut. Ihm das seine. Auf die Botox-Tippen. Man kann nicht alles haben, um zu grinsen. Ach, weil dann wäre sie nicht so schwer verletzt. Ach doch, die hätte ruhig mit dem Genick nach unten ordentlich knacken können. Das Knacken. Aber krass, dass da echt mehrere gegeben hat, die sich da verletzt haben bei der Veranstaltung. Ja. Allein am ersten Tag sollen wohl 5 oder so verletzt gewesen sein. Alle wegen demselben, oder? Ja, sind die alle in diesem Pool. Wow. Da sollte man vielleicht mal also der investigativ hat sich da schön tätig werden. Wir haben das vertraglich schon abgesehen, dass sie dafür nicht haftbar gemacht werden können. Was eigentlich nur zeigt, dass sie wussten, was sie da ein Ding haben. Und dass sie wahrscheinlich Leute haben, die verdammt gut Geld verdienen. Hattest du es nicht gesehen, Jack? Nö, ich hab's nur mitbekommen, dass das im Discord geteilt. Da war so ein Video, halt so ein 10-Sekunden-Video, wo du da halt siehst, wie sie, glaube ich, die Kollegin besiegt und in diesem Bällebad halt, nur über, man hat kaum Bälle in dem Bad quasi drinnen. Und das, ja, das hat man halt nicht Bad, gesehen. Da war ein Schaumstoffwürfel halt. Ja, drin, genau. Die den Sprung abfedern sollten. Das Becken war aber an sich nur 61 cm tief oder sowas. Und da oben drüber haben die auf diesen Podesten dieses von American Gladiators, gab es das damals, wo die sich da mit diesen Schaumstoffschlägern da bearbeitet haben, sich dann unten von diesem Takeshis Castle gab's auch. Ja. Und das haben die da halt gemacht. Sie hat ihre Gegnerin besiegt und dann wollte sie da vor Freude da in diesen Pool reinspringen, Alter. Und hat sich dabei den Rücken gebrochen an 2 Stellen. Ja, das habe ich gelesen. Echt üble Kiste, ey. Und dann so lustig auch, wie die Twitch-Leute dann reagiert haben. She's fine. So, hier geht's gut, alles super. Da hörst du so im Hintergrund so, Magic. Da kommt man raus. Aber alles gut. Nix passiert. Hat doch alle Spaß, oder? Das läuft sich weg. Das wächst sich raus. Bläst sich weg. Sie dachte ja am Anfang auch so, okay, fühlte sich nicht gut an, sie hat versucht aufzustehen, aber sie kam nicht mehr alleine raus. Da ging nichts mehr. Boah, so ein Rückenbrechen, das muss echt übel sein. Ja, vor allen Dingen, du beschädigst dir den Nerven so zum Beispiel, dass die Blase einfach nicht mehr funktioniert. Und halt beim Becken, oder? War das wahrscheinlich, dass da halt voll aufgekommen ist. Ja, ich denke mal, die wird sich Steißbein oder sowas in der Richtung gebrochen haben, in der Richtung. Weil sie halt voll eine Arschbombe da machen wollte, so als Jubelgeste, und springt halt quasi ins Nichts. Ja. Springt halt auf den Boden. Dusselige Kuh. Ich hasse diese Kurve hier, Alter. Ich krieg sie nicht. Die lange? Langgezogene? Ja, das Einbremsen davon, ne? Einbremsen davon? Den ersten Linksknick. Okay. Aber schon vor Start und Ziel, die.
Ja. So, immerhin, jetzt sind wir an einem Punkt, wo die übrig gebliebenen schon mal gewertet werden können, auch wenn sie jetzt noch ausscheiden. Ausgeschaltet werden. Das Thompson kriegt Punkte. Also außer der schaltet jetzt aus und die anderen zwei durch. Hast du gehört, Thompson? Jetzt weißt du, was du zu tun hast. Ich mag die Langgezogene hier im zweiten Sektor nicht so gern. Die so bergauf geht? Diese Rechtskurve, die sich so zieht. Ja, die geht doch so hoch. Danach kommt doch die nächste rechts, wo es dann wieder runter geht. Die sind viel. Ja, ich glaube. Ja. Aber sonst ist der einfach nur geil, der Kurs. Mega geil. Jockels Lieblings-Infield, glaube ich, oder? Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja, super, Jockel, das ist wahr. Ist bei euch noch knapper? Kenny, Jockel? Eine runde Unterschied, oder? Ja. Okay, krass. Ja, Jockel war ja nochmal drin. Ich hab da nochmal meine Aufhängung. Dann hat dem Menü. Ja, 11 Liter. Entschuldigung. 11 Liter habe ich noch. Was meinst du, Jacke? Ja, das wäre wieder das richtige Rennen gewesen, um die Kamera zum Beispiel groß zu machen und das Rennschild klein. Und das in den Müll einmal zu sehen. Und dazu hätte ich ja noch eine Hand frei haben müssen. Das habe ich aber gerade nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil mich keiner abgeschossen hat. So. Oh Gott! Ich bin selbst da. Dann mach das halt selbst. Du musst mal wie immer. Da muss ich mich wieder selbst befummeln. Mir selber wieder um Hilfe schreien. Ja. Zu Hilfe, mich befummelt jemand. Ja, werde. Ja, ich. Meine Bestzeit wird die 29.543 bleiben. Da geht nichts mehr. 1.29.918. Und da bei dir im Trailer. 0, ey. Kaiba nochmal in der Box. Thompson zumindestens. Er will nicht so weit nach vorne kommen. Und Jake geblieben bei der 27. Naja, der weiß ja, der fährt wenigstens rein. Priu bleibt da jetzt stehen. Ja. Ja. Da drehe ich mich glatt. Gerade auf die Kurve gedisst, dann drehe ich mich in der Kurve. Der Prio tritt dann, wenn er nicht auch ausgeschieden ist, den letzten Punkt noch an Tarquini ab. Thompson dürfte den fünften dadurch sicher haben. War ja weit vor Tarquini auch. Jack, du mit deiner 27.6? Ja. Okay. Nur noch. Ja, komm, ich fahr durch. Wird sich schon ausgehen. Wird schon passen. Wie viel hast du noch? 6,6. Eine Runde geht sich noch aus. Ja, müsste gehen. Einer geht noch. Einer geht sich noch aus. Musst du ein bisschen rollen lassen. Wie sie alle an der Box stehen. Oder einfach warten. Ich schieb dich auch ran, Weiber. Ja. Also ich weiß gar nicht. Nordschleife. Valvo, hast du nicht eine Runde Vorsprung? Ja. Ja, dann ist es im Prinzip auch egal.
Ja, Glückwunsch an Jake zum 12. Sieg im 12. Rennen. Hey. Gratuliere, Jake. Diese spannende WM. 120 Punkte hat er jetzt. Same procedure as every season. Ja, wenigstens hat da mal irgendjemand einen Sieg errungen in den anderen WMs. Aber naja, das, dieser, wenn das so weitergeht, dann ist das ja eine Gala-Vorstellung. Naja, wir hätten wieder Ground. Nee, wie hieß die Ground? Greyhound. Greyhound nehmen müssen. Ein paar weiter. Die aber nicht nochmal rausgeboxt oder rausboxen wollen. Das war ja da dieser eine Schönheitsfleck. Glückwunsch, Valvo. Glückwunsch, Valvo. Im erneuten zweiten. Dankeschön. Thank you, guys. Ja, fahr da vorbei. 50%, das liegt vorne. Was macht er denn da? Oh, oh Gott. Lass uns Hand in Hand drüber gehen. Hand in Hand. Ja, Glückwunsch, Kenny. Okay. My friend. Und Glückwunsch an Thompson, der auch 2 Punkte holt. Gratuliere euch. Wow. Ja. Oh, das sieht aber auch schön abgeschrabbelt aus, Kenny, das Auto. Schöne Karte. Ich hab doch mal an der Bande Seite lang geschrubbt. Immerhin, die Punkteplätze sind alle belegt worden. Schön reingemonstert. Oh. Jetzt erstmal was trinke. Wenn der Jake das Ergebnis durchgibt. Ne, der Kenny, Entschuldigung. Ich bin auch gerade am Trinken. Sonst stört ihr mich immer beim Trinken, kann ich euch mal. Ja, dann haben wir. Voller Überraschung, der Jake vom Valvo, vom Kenny, der Joke auf der 4, Thompson 5, Takini 6, Prio 7, Müller 8, Huff 9, Thielemanns 10, Montero 11, Menü 12, Müller 13, Jenny 14, Farfus 15, Larine 16, Portero 17 und Zanardi mit Aufhängungsschaden direkt in Runde 0 ausgeschieden. Der Rest alle bis Takini ausgeschieden, alle wegen Benzin. Stimmt, alle Benzin, nur Zanardi Aufhängung. Ja. Noch 2 Wrestler und Pamper. Sehr schön. Ja, liebe Leute, das war's dann mit dem großen Preis von Brasilien. Vielen Dank an Valvo, Jake und Jockel fürs Mitfahren. Danke. Danke, dass ihr bei mir alle nicht zuschaut. Gerne. Und bei den anderen hoffentlich. Dann bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.